Allgude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 52 Einladungen. Zweiter Teil. 10 Minuten vor 6 betraten beide die Eingangshalle. Nymphedora, die sonst so mutige Aurorin, die zig Todesser überwältigt hatte, hielt sich ungewohnt ängstlich hinter Remus und blickte sich nervös um. Einige Schüler gingen noch in der Halle umher und standen in kleinen Krüppchen beieinander und unterhielten sich, so dass Remus sich zunächst ein wenig umblicken musste, bis er eine Dame bemerkte, in der er Mrs. Malfoy zu erkennen glaubte. Mrs. Malfoy trug eine kunstvolle Hochsteckfrisur und ein weißes Samtkleid mit goldenen Verzierungen. Sie redete mit jemandem, aber durch die stehenden und gehenden Schüler konnte Remus nicht sehen, wer ihr Gesprächspartner war. Etwas scheu trat er einige Schritte in die Halle hinein, gefolgt von seiner Verlobten. Gesprächsfetzen traten an sein Ohr, als er Mrs. Malfoy mit einem angenehmen Singsang in der Stimme zu der anderen Person sagen hörte. Und ich werde unser Anwesen in der nächsten Woche beim Ministerium einfordern. Dracos Schatz hat mir ein Formular zukommen lassen und sie sagte, es sollte gar nicht so lange dauern, bis ich eine Antwort. Mrs. Malfoy hielt inne, als sie den Mann erblickte, der so gezielt auf sie zusteuerte. Erst jetzt erkannte Remus, wer bei Mrs. Malfoy stand. Albus zwinkerte ihm freundlich zu und streckte seine Hand aus, während er ihn freundlich grüßte. Nachdem sie sich per Handschlag begrüßt hatten, stellte sich Remus mit einem scheuen Lächeln Mrs. Malfoy vor, während Albus noch Nymphedora willkommen hieß, die sich weiterhin im Hintergrund hielt. Albus entschuldigte sich gleich nach der Begrüßung und verließ die drei. Mrs. Malfoy, schön, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Remus Lupin. Ich bin Nymphedoras Verlobter. Grüßte er, während er ihre zierliche Hand nahm und sie sanft schüttelte. Mrs. Malfoy lächelte ihn mit glitzernden Augen an und erwiderte. Oh, wie schön, Ihre Bekanntschaft machen zu dürfen. Sie strahlte ihn einen Augenblick lang fröhlich an, bevor sie ihm verzückt klingend offenbarte. Sie haben so wunderbar warme Augen, Mr. Lupin. Komplimente von bezaubernden Damen hatte Remus selten erhalten, weswegen er ein wenig errötete und sich kleinlaut bei Mrs. Malfoy für die netten Worte bedankte, bevor er beschämt lächelnd zu Boden blickte. In diesem Moment bemerkte Mrs. Malfoy die Frau hinter ihm. Ihr Lächeln wurde breiter, während sie an Remus vorbeiging, mit leicht geöffneten Armen sehnlich den Namen ihrer Nichte sagte. Nymphedora. Mit ernstem Gesicht wich Nymphedora einen Schritt zurück, was Mrs. Malfoy natürlich bemerkte, weswegen sie perplex innehielt. Ihren fragenden Blick beantwortete Nymphedora mit einer steif ausgestreckten Hand und den distanzierten Worten. Mrs. Malfoy. Die Begrüßung war kühl, worüber Mrs. Malfoy traurig schien, doch sie ergriff die Hand und schüttelte sie, als sie erwiderte. Es ist so lange her. Wir haben uns nie gesehen, Tante. Giftete Nymphedora zurück, die sich tatsächlich nicht daran erinnern konnte, dieser blonden Frau jemals persönlich gegenübergestanden zu haben. Remus schritt ein und suggerierte. Vielleicht sollten wir die Eingangshalle hinter uns lassen. Auf dem Weg in die Kerker übernahm Remus die Aufgabe, auf Fragen zu antworten, die Mrs. Malfoy eigentlich an ihre Nichte gerichtet hatte. Denn Nymphedora schien in seinen Augen etwas bockig zu sein.
In dem edel eingerichteten Wohnzimmer bot Mrs. Malfoy den beiden einen Platz an, während sie etwas plauderte, um ihre Gäste bei Laune zu halten. Remus fühlte sich wohl hier, wenn nicht die betrübte Miene seiner Verlobten gewesen wäre, die ihm ein wenig Sorgen bereitete. Erzähl doch, Liebes, was machst du so? Sehr förmlich, antwortete Nymphedora ihrer Tante und erwähnte mit Absicht, dass sie Aurorin wäre und Todesser jagen würde. Und Sie, Mr. Lupin, sind Sie auch ein Auror? Fragte Mrs. Malfoy freundlich, während sie Tee einschenkte. Nein, ich bin momentan leider ohne Beschäftigung. Ich halte mich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Das macht zwar nicht immer Spaß, aber ich kann alle Rechnungen bezahlen. Antwortete er abgehackt und ein wenig verlegen. Oh, das verstehe ich wirklich nicht. Ist es denn heutzutage so schwer, eine Anstellung zu bekommen? Fragte sie verdutzt. Gleich danach sagte sie stolz. Albus hat mir erzählt, Sie hätten vor einigen Jahren hier als Lehrer für Verteidigung gearbeitet. Nymphedora wären beinahe die Augen aus dem Kopf gefallen, als sie hörte, dass ihre Tante mit Dumbledore per Du war. Eine ganze Weile lang beobachtete Nymphedora, wie Remus sich verbal wand und schlängelte und sorgsam die richtigen Formulierungen wählte, um zu erklären, warum er keinen Job bekam. Letztendlich gab er sogar zu, er würde an einer Art Gebrechen leiden, was seine Arbeitskraft einschränken und ihn als Angestellten für den Arbeitgeber unattraktiv machen würde. Nymphedora schürzte angriffslustig die Lippen. Es war ihr unheimlich, diese Frau, die sich ihre Tante schimpfte, so locker in einer Unterhaltung zu erleben. Von ihrer Mutter wusste sie, dass Narzissa nicht nur eitel und hochnäsig, sondern auch rassistisch war. Aber diese elegante Frau hier machte es ihr schwer, sie hassen zu wollen. Doch Nymphedora wollte sie hassen. Sie hasste sie ihr Leben lang und das nur aufgrund der Erzählungen ihrer Eltern und einiger anderer Verwandten. Diese Frau hier war jedoch unerwartet nett und machte ihre lebenslang gepflegten Vorurteile zunichte, was ihr gar nicht passte. Nur deswegen schritt sie in die Unterhaltung ein und erklärte mit sarkastischem Unterton, um die Sache ein für allemal klarzustellen. Er bekommt keinen Job, weil er ein Werwolf ist. Stille kehrte ein. Diese Stille war Nymphedora fast noch unangenehmer als die vorherige zuckersüße Unterhaltung. Mrs. Malfoy schaute ihre Nichte mit großen Augen an, bevor sie zu Remus hinüberblickte. Am liebsten hätte Remus seiner Verlobten eine Standpauke gehalten. So etwas Gemeines hatte sie noch nie getan. Niemals hatte Nymphedora ihn vor irgendjemandem geoutet und es verletzte ihn, dass es gerade eben vor Mrs. Malfoy geschehen war, mit der er sich bisher blendend unterhalten hatte. Mit gebrochener Stimme und hochroten Wangen, fragte Remus peinlich berührt. War das wirklich notwendig, Nymphedora? Er hatte absichtlich den von ihr verhassten Vornamen benutzt, was er ihr zuliebe immer vermieden hatte, um ihr dieses Mal zu zeigen, wie ernst die Situation für ihn war. Im gleichen Moment, als sie seine betroffene Stimme vernahm, bereute sie ihren emotionalen Ausrutscher. Mrs. Malfoy kam hinüber zur Couch und setzte sich neben Lupin, bevor sie eine Hand auf seinen Unterarm legte und bestürzt, fast hauchend, sagte: Ach, Sie armer Mann, wie alt waren Sie nur, als Sie... Sie brachte den Satz nicht zu Ende, aber dafür drückte sie einmal verständnisvoll seinen Arm, was Remus tatsächlich dazu ermutigte, ihr abgehackt zu schildern. Ich war erst 8. Ich dachte, ich müsste sterben. Ich habe so viel Blut verloren, nachdem das
Biest mich in die Seite gebissen hat. Remus erzählte nicht weiter, denn dann, und das wusste er, würde er so intensiv an jene verhängnisvolle Sommernacht zurückdenken müssen, dass ihm mit Sicherheit die Tränen kommen würden. Es war damals unerträglich heiß gewesen, so dass er nicht schlafen konnte, weswegen er sich eine Badehose angezogen hatte, um in dem kleinen Weiher zu baden, der gleich neben seinem Elternhaus lag. Auf dem kurzen Weg dorthin blickte er staunend und mit kindlicher Ehrfurcht nach oben in den klaren Sternenhimmel und bewunderte den hellen, runden Mond. Das Wasser hatte er noch nicht einmal mit seinen Füßen berührt, da hörte er ein unheilvolles Knurren hinter sich. Ehe er sich's versah, gruben sich die spitzen Zähne eines gigantischen, haarigen Tieres in seine Seite. Sein kleiner Oberkörper war so schmal, dass der Werwolf mit Leichtigkeit Bauch und Rücken mit seinen Fängen packen konnte. Das Tier verschwand nach dem Angriff sofort wieder, doch der Schmerz blieb. Schreiend und weinend lag er auf dem Rücken und hielt sich die blutenden Wunden am Bauch, während er durch seine Tränen hindurch zum Mond hinaufblickte. Das war die letzte Nacht in seinem Leben, in welcher er einen Vollmond sehen konnte, ohne sich selbst in eine Bestie zu verwandeln. »Sie können doch den Wolfsbandtrank einnehmen. Ich weiß, dass er wahre Wunder bewirken kann. Sicherlich ist Severus dazu in der Lage, Ihnen den Trank zu brauen. Selbst ich könnte es. Es ist zwar kein Heilmittel, aber der Trank ist sehr...« Nymphedora unterbrach ihre ratgebende Tante, die eine Fremde für sie war, und zeterte. »Tun Sie doch nicht so, als ob gerade Sie Mitleid mit einem Tierwesen haben würden.« Remus versuchte, die Situation zu schlichten, doch Mrs. Malfoy, die Ruhe in Person, fragte bereits ihre Nichte höflich. »Warum sollte mir so ein Schicksal nicht ans Herz gehen? Er ist dein Verlobter, liebe Nymphedora.« »Nach dem, was ich von Ihnen gehört habe, Mrs. Malfoy, wäre es Ihnen doch nur ganz recht, wenn Menschen wie er nicht nur von der Gesellschaft ausgeschlossen werden würden, sondern gleich den Tod.« Nymphedora wurde unterbrochen, als Remus erbost sagte. »Jetzt reicht es aber, Nymphedora!« Mrs. Malfoy schluckte und wollte etwas sagen, als ihre Nichte bereits erneut wetterte. »Ich sehe Sie heute zum ersten Mal, Mrs. Malfoy. Auch wenn Sie vom Verwandtschaftsgrad her meine Tante sind, so sind Sie mir doch völlig fremd. Und ich sehe auch keinen Grund, das zu ändern. Früher war ich Ihnen schon egal. Warum sollte das jetzt plötzlich anders sein? Sie haben meine Mutter, Ihre eigene Schwester, gehasst, weil sie einen Muggel geheiratet hat. Und jetzt tun Sie so, als wäre nie etwas geschehen. Kommen Sie sich dabei nicht ein wenig scheinheilig vor?« Verdutzt und ein wenig verwirrt konterte Mrs. Malfoy. »Aber ich habe Andromeda doch nie gehasst. Ich habe...« »Nicht gehasst? Meine Mutter wurde von ihrer eigenen Familie verstoßen. Von ihnen verstoßen.« Erwiderte Nymphedora aufgebracht. Sie war bereits aufgestanden und bedeutete Remus, dass sie gehen wollte. Mrs. Malfoy schien von den Worten ihrer Nichte so schockiert zu sein, dass sie nichts mehr antworten konnte. Die Tür wurde aufgerissen und Draco kam hereingestürmt, der gleich darauf besorgt fragte. »Mutter, ist alles in Ordnung?« Er hatte eine erhobene Frauenstimme im Zimmer nebenan gehört, und da er wusste, dass heute Tonks und Lupin bei ihr eingeladen waren, hatte er bereits eine Eskalation befürchtet. Als er seine Mutter so fassungslos erblickte, trat er an sie heran, während er höflich zu Tonks und Lupin sagte. »Vielleicht möchten Sie jetzt lieber gehen.« Rechtfertigend sagte Mrs. Malfoy, die bereits mit zitternder Stimme sprach. »Ich habe meine Schwester nicht gehasst. Ich weiß doch noch ganz genau, wie viel Spaß wir miteinander hatten.
Narzissa erinnerte sich daran, wie sie sich als Kind mit ihrer Schwester Andromeda und ihrem Cousin Sirius während einer Geburtstagsfeier ihres Vaters unter dem großen Festtisch versteckt hatte. Dort hatte Sirius per Levitation die großen Schokoladenkuchen vom Buffet herbeigezaubert, über den sie zu dritt mit bloßen Händen hergefallen waren. Spaß? Wiederholte Nymphedora abfällig schnaufend. Sie war so aufgewühlt, dass es besser gewesen wäre, sofort zu gehen, bevor sie Schlimmeres sagen konnte. Doch Mrs. Malfoy kam plötzlich auf ihren Ehemann zu sprechen und redete von Familienbande, was Tonks am Schluss bösartig sagen ließ. Ihr Ehemann? Die Kreise, in denen sich ihre Familie bewegt hat, meine liebste Tante, haben ihren Ehemann nach Azkaban gebracht. Nymphedora hörte nicht mehr, wie Mrs. Malfoy schockiert einen Atemzug nahm, denn sie verließ bereits das Zimmer, während Remus wie angewurzelt stehen blieb und mit offen stehendem Mund erst auf die Tür, dann auf Mrs. Malfoy blickte. Ihren Gast völlig vergessend, schluchzte Mrs. Malfoy und fragte erschüttert. Draco, ist das wahr? Dein Vater ist in Azkaban? Du sagtest doch, er wäre im St. Mungo's. Ohne auf eine Antwort zu warten, begann Mrs. Malfoy zu weinen. Besorgt versuchte Draco, sie zunächst mit Worten zu beruhigen, doch die halfen nicht, so dass er aufgebracht nach einem Beruhigungstrunk Ausschau hielt. Als er keinen fand, rannte er aus dem Zimmer heraus, um bei Severus einen zu holen. Mrs. Malfoy wirkte so verzweifelt und weinte so bitterlich, dass Remon sich zusammennahm, um zu ihr hinüberzugehen. Er setzte sich neben sie und sagte mit seiner warmen, vertrauensvollen Stimme. Oh, bitte weinen Sie nicht, Mrs. Malfoy. Sie zuckte leicht zusammen, weil sie sich seiner Anwesenheit nicht mehr bewusst war. Sie schluckte und zwang sich, nicht mehr zu weinen, bevor sie kleinlaut sagte, von Schluchzern unterbrochen. Mr. Lupin, erwecke ich den Eindruck, ich würde Sie womöglich abscheulich finden? Obwohl eine Träne über ihre Wange lief, musste er aufgrund ihrer Frage lächeln. Selbst mit feuchten Wangen und erröteter Nase war sie noch immer wunderschön. Remus antwortete ihr ehrlich. Nein, den Eindruck machen Sie ganz und gar nicht. Ihre Lippen zitterten noch immer, aber es formte sich ein leichtes Lächeln auf ihnen, bevor sie entschuldigend und sich rechtfertigend erklärte. Ich kann mich nicht an alles erinnern, was geschehen ist, wissen Sie, aber ich kann mir nicht vorstellen. Sie hielt inne und fragte stattdessen. Habe ich Menschen so grob verletzt? Bin ich wirklich so unausstehlich gewesen? An ihren Augen erkannte er, dass sie die Wahrheit forderte. Er atmete einmal ein und aus, bevor er mit milder, ruhiger und nicht vorwurfsvoller Stimme zugab. Was Nymphedora gesagt hat, ist leider wahr. Die Ansichten, die sie früher über Tierwesen, über Halblüter und auch über Squibs und Muggel hatten, waren nicht die besten. Nach seinen Worten erkannte er, dass sie seine Ehrlichkeit zu schätzen wusste, wenngleich es sie auch schmerzte. Fast flüsternd fragte sie ihn. Hatten Sie denn Angst, heute zu mir zu kommen? Sie würde es verstehen, nach dem, was ihre Nichte und er gesagt hatten. Er konnte ihr nicht in die Augen sehen und auch nicht verbal bejahen, weswegen er lediglich leicht mit dem Kopf nickte. Sie ergriff daraufhin seine Hand und beteuerte. Sie sind so ein lieber Mensch. Es hat mich gefreut, mich mit Ihnen zu unterhalten. Er legte seine Hand über ihre und erwiderte. Es hat mich auch erfreut, Mrs. Malfoy. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.